Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir sind wieder hier und versuchen jetzt mal auf den Turm raufzugehen. Ich habe es das letzte Mal ja nicht gereift, wie ich da hochkomme. Mal sehen, ob meine Intelligenz heute wieder ein bisschen netter zu mir ist oder ob... Oh, das Ding habe ich bis jetzt nicht. Ich kann mit dem Zugriff... seht ihr. Das ist ja... Wenn ich den Balken runterziehe, kommt der Zugangslift vielleicht runter. Ja, jetzt muss ich jetzt mal wieder gucken. So. Dann sollte auch treffen. Gut, sieh. Sieh. Gut zu wissen. So. Dann geht's auch wieder, würde ich sagen. Und bei der Hochwahrscheinlich. Gut. Wenn wir es richtig machen. Na? Bist du da nicht hoch? Danke. So. Nee, von der Kante wollen wir nicht fallen. Da rauf. So, und Shuttle-Kletter. Oh, Schatzi. So, Treppe und wir jumpen darüber. Schicke Kiste. Mit. Let's go, let's go, let's go. Voller Elan. Push ans Pferd. So. Okay, ich muss den Kabel schnell trennen. Ja, ich war wahrscheinlich da. Rüber. Zwei. Wieder eine Kiste. Mit. Und darüber. Ja. Und auch über hier. So. Das sollte die richtige Stelle sein. Ich finde auch. So. Da. Diese Verbindung hält die Kabel zusammen. Wahrscheinlich. Für den Zugwerfer wahrscheinlich. Eins weniger. Die nächsten Kabel lösen. Wird auch anlaufen. Ne. Einen alten, wackeligen Turm hoch und unten warten Killermaschinen. Ja, yeah. Ist das nicht nett? Du warst recht. Ja. Yeah. Aber es gibt kein Zurück mehr. Nope. Okay, das müssen wir hier lang. Musik verleitet einen auch immer zu gehetzt zu sein. Da ist die andere Verbindung. Okay. Komm, pau. Ich dachte auch anders, dass das dann steht. Da. Ich bin ganz im Bereitschaft, dass du das drücken musst. Weil ich das eher nehme.
wohl nicht abhauen, oder? Das wohl auf die harte Tour. Natürlich will er das auf die harte Tour. Muss das Ding erledigen, um zum Rechenzentrum zu kommen. Ich sollte nach Schwachstellen scannen. Okay, wo ist der Schwachpunkt? Der Sack ist voller Säure. Den sollte ich als erstes analysieren. Wir gehen überhaupt hier. Ja. Wir sehen an anderen anschützen. Wow! Da ist ja doch das Feuer in dir. Oh, Feuer. Das ist auch kein Baby. Dauern bei mir wieder. Mal wieder. Ich muss das Ding erledigen, um zum Rechenzentrum zu kommen. Ich suche nach Schwachstellen. Okay, wo ist der Schwachpunkt? Sorry, Kanister. Der Sack ist voller Säure. Den sollte ich jetzt analysieren. Ja. Bitte hüpfen. Hüpf doch mal da weg. Nee, ich bin jetzt hier schlecht, deswegen steht sie aber auch hoch. In der Hoffnung zu treffen. Ja! Ich hab doch noch ausreichend. Kann ich irgendwo hoch, dass der
mich nicht kriegt. Geht das irgendwie? Nee. Oh. Ja, ja, mach klar. Okay. Dann bleibt die Kamera an. So. Das Rechenzentrum sollte geradeaus sein. Weil muss ich wohl einen anderen Weg dahin suchen. Ja, wir gucken uns hier einfach nochmal um. Gucken, ob wir irgendwie noch Sachen bekommen. Cool. Nehmen wir gleich mit. Gucken erstmal hier nach den ganzen Heilkräutern. Der mich auch nochmal heilen. Muss. Das ist schon geil. Ich glaube nicht, dass ich den mitnehmen kann. Wir müssen da ja wahrscheinlich gucken, oder? Ne? Ja. Da müssen wir mitgeben. Oh, ich will die Waffe leider nicht nehmen. Schade, ist cool. So, hier. Nicht zum Einsammeln. Mit dem Backup kann ich Gaia neu starten. Das System reparieren, die Plage heilen. Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Aber ist es noch da? Das ist hier die Frage, die wir uns jetzt beantworten werden. Vielleicht. Okay, ich muss zum Serverraum. Ja, du musst noch so auf Toilette gehen. Dann müssen wir uns ein bisschen umgucken. Jetzt runter, okay. Wir
müssen da laufen. Ich dachte, hier geht's immer weiter. Ich bin nah dran. Ich muss es sein. Ich weiß nicht, ob man weiß, wo der Serverraum ist. Hast du Joghurt? Ich bleib weiter. So. Was ist denn hier? Das ist eine verschlossene Tür. Ein Datenträger. Bin ich noch Textprotokoll, Daten beschädigt partiell. Daten beschädigt in Sachen Mr. Dollargard. Er ist seit Jahren ein wertvolles Mitglied von Farzenith. Sogar Peter hat eingesehen, dass wir einen offiziellen Sprecher brauchen, damit wir anderen anonym bleiben können. Aber bei all den neuen Mitgliedern, die wir zur Finanzierung des beschleunigten Zeitplans für das Odyssee-Projekt rekrutiert haben, gibt es einfach nicht mehr genug Kojen für alle und auf den Schiff. Es muss eine Auswahl getroffen werden und seien wir ehrlich, Auswahl fehlt die Kompetenz für unsere zukünftigen Ziele. Wenn wir ihn ausschließen, wird er sich rächen wollen. Also müssen wir ihm einen würdigen Abschied bieten. Aber das heißt nicht, dass er uns nicht mehr nützen kann. Wir haben genug Quellenmaterial, um eine digitale Marionette zu erzeugen, mit der wir ihn ausnutzen können. Ja. Naja, die Menschheit ist halt scheiße. Ist und war. War, wird und ist immer noch so. So. Okay, da hinten war ja noch eine Tür. Die wir betätigen können. Bitte sei noch da. Ich glaube nicht. Das wäre das Ding ja schnell zu Ende. Aber ich verschwinde einmal. Hier ist es ja. Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi. Elisabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn hier? Eine Farsine-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler! Schlangenbrut! Mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Super Fortschritt, Terraforming ist im Spiel. Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. Also, viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Aloy? Die Göttin? Es
gibt keine Göttin. Das sagte ich dir doch schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung. Ich schaff das. Val. Tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie könnte verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, mit der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay, okay. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Da gibt es auch bessere Maschinen, als mit diesen Viechern zu reden. Meine Sonne stimmt. Sie ist zurück. Ein Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin ein königliches Willkommen! Mach Platz! Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Beim Turm ist etwas passiert. Kommt, ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Na gut, die Attacken waren noch hart, ne? Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Eines Nachts. Für eine halbe Minute glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid,
Ja. So, einmal die Kamera bitte. Thank you. So, ich hab's mir gemütlicher gemacht, Leute. Das ist ja nicht mehr wertig. So, okay. So, hier sehen wir jetzt noch nicht von der Karte. Ich glaube, das macht soweit noch keinen Sinn. Du hast deine ersten Fertigkeitspunkte. Für den Fertigkeitspunkte erhältst du durch Aufstufen und durch das Abschließen von Quests und Aktivitäten. Wähle einen Fähigkeitenbaum aus und tippe X, um ihn zu öffnen. Okay. Sind wir eher die Kriegerin oder die Jägerin? Oder doch die Heilerin? Okay, erhöhe den Effektivität beim Überbrücken von Maschinen sowie den Schaden, den überbrückte Maschinen verursachen und ihre Haltbarkeit. Enthält Waffentechnik für Stachelwerfer, die sehr wirksam gegen große Maschinen sind. Verringere deine Sichtbarkeit und Bewegungsgeräusche und erhöhe den Schaden, den du in Tarnung verursachst. Erhältst Waffentechnik nur der Scharfschutzbogen. Erhöhe die Effektivität von Heilung und Tränken und alte Vorteile, wenn deine Gesundheit niedrig ist. Enthält Waffentechniken, Sprengschleuder und Häckslerhandschuh. Erhöht die Fernkampfeffektivität und verbessert Waffe, Ausdauer und Konzentration. Enthält Waffentechniken für Jägerbogen und Bolzenschießer, die für den Kampf auf mittlere Distanz ideal sind. Erhöht die Effektivität von Nahrung und Fallen sowie die Anzahl der Fallen, die platziert werden können. Enthält Waffentechnik für Stolperfallen und Seilwerfer. Schaltet neue Nahkampfkombos frei und erhöht Nahkampfschaden und Effektivität. Enthält Waffentechniken für Kriegerbögen, die für den Nahkampf ideal sind. Ich bin ja eher der Nahkampffreund. Nehmen wir den hier. Vielleicht können wir ja die anderen Bögen ja auch noch machen. Weil so viele sind das ja letztendlich nicht, die wir hier brauchen. Aber wahrscheinlich noch auf andere Spezialitäten. So, okay. Wähle eine Fertigkeit aus und halte X gedrückt, um sie zu erlernen. Wahrscheinlich müssen wir hier anfangen, weil hier gehen jetzt Freischalten verbundene Fähigkeiten erlernen. Das heißt, den müssen wir machen. Nein, wir müssen den hier wahrscheinlich nicht. Zu Freischalten verbundene Fähigkeit erlernen. Welchen Punkt können wir dann machen hier, Leute? Und zu freischalten. Den hier wahrscheinlich. Aha. Ist das doch ein bisschen größer. Oh, guck mal, hier geht's ja noch weiter. Das geht ja. Oder geht's hier noch? Ist ja wild. Interessant. Aber ich bin trotzdem wirklich definitiv der Nahkämpfer. Ah, I guess me da. Aha. Interessant, interessant. Handfische. Freut sich gerade Nikos jetzt. Ja, ich denke mal, also wir könnten hier anfangen mit Konzentration, dann könnten wir hier mit wirksamer Medizin, stiller Schlag, berittene Verteidigung und das andere war schnelle Fahnenstellen. Das ist einerlei für mich und hier können wir noch nicht. Ich würde tatsächlich das mit der Heilung erstmal nehmen. Konzentration ist klar auch wichtig, aber wirksame Medizin. Ich habe nur einen Fertigkeitspunkt gehabt. Naja. Noch wenig Fertigkeitspunkt mehr. Niedrige bis untere Regeneration. Dies ist eine passive Stärkung, erkennbar an der Kreisform. Fertigung dieser Kategorie bieten eine anhaltende Verbesserung deiner Basisfähigkeiten. Passive Verstärkungen mehrfach zu erlernen, vergrößert ihre Vorteile. Outfits und Gewebe können ihre Effekte ebenfalls verstärken. Ja, cool. Na gut, dann kann man auch Fertigkeiten wieder zurücknehmen. Das war cool. Aber, dies ist ein Mutstoß. Erlerne alle drei verbundene Fähigkeiten, um ihn automatisch freizuschalten. Rüste einen Mutstoß aus, um ihn einzusetzen. Mutstöße sind stärkere Spezialfähigkeiten, für deren Einsatz du Mut aufbauen musst.
baue durch verschiedene Aktionen im Kampf Mut auf, zum Beispiel durch das Entfernen von Bauteilen, Zielen auf Schwachstellen und Besiegen von Gegnern. Jeder Fertigkeitsbaum bietet verschiedene Mutstöße, die jeweils eigenen Vorteile haben. Interesting. Hier haben wir auch noch ein Überschild. Voll wild. Voll wild. Ja. Das ist dann wahrscheinlich abgehärtet. Trinke einen Spezialtrank, um Gesundheit wiederherzustellen und Widerstand gegen Statuseffekte zu erhalten. Wiederhergestellte Gesundheit alle 10 Sekunden. Das ist nice, Leute. Das ist wirklich nice. Was haben wir noch hier? Trinke einen speziellen. Ja, cool. Und man kann dann aber auch noch in die anderen Dinge reingehen, ne? Ja. Ah, seht ihr? Also man ist nicht gezwungen, in den einen drin zu bleiben, in den einen. Nicht cool. Notizbuch. Haben wir eine neue Maschine? Ja, die Schlange, ne? Schlängelzahn. Eine riesige, schnelle Kampfmaschine, die aus großer Entfernung zerschlagen kann. Sobald sie aufgerollt ist, hat sie Zugriff auf ihr gesamtes Arsenal, da ihr rotierender Körperteile einrastet. Ah. Hier Biografie. Ah, hier können die Leute uns nochmal anschauen. Warte mal. Hier, das ist Val. Val ist ein Krieger des rustikalen Nora-Stammes. Seine Mutter Sona ist die Kriegsherrin der Nora, bekannt für ihren eisernen Willen und ihr strenges Wesen. Sie bildet. Achso, da kann man alles nochmal lesen. Oh, Leute, das wollen wir nicht, oder? Weiß ich nicht. Ach, zumindest jetzt nicht. Vielleicht später. Vielleicht später, Leute. So, wir wollen hier weitermachen. Man kann ja immer wieder mal so irgendwie ein paar Charakteren durchlesen. Statue von mir? Ach was? Das ist neu. Das ist gruselig. Ich warte auf ein Ergebnis, Streiterin. Okay. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Nee, ja, hier ich weiß doch nicht. Das sieht aus wie vorher. Niemals darauf. Willst du das denn wieder kaufen? Das wurde von der Spitze des Turms übertragen. Ich muss wohl irgendwie da hoch. Also, Katarakt zum Fußball. Okay, hier rauf, Alter. Das blendet. Diese Maschine war die letzte Verteidigungslinie für Hades. Sie hat die Kugel hergeschafft und mich beinahe getötet, aber jetzt ist sie nur noch Schrott. Ja. Ein Teil des Todbringers, den ich besiegt habe. Ich könnte vielleicht die Stützen am Fuße des Turms hinaufklettern. Wieso wahrscheinlich? Dann nutze er, um die Kamera zu bewegen, um dann. Vielleicht Kamera kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Oder so um einen des zu bewegen, um diesen Hauke zu bewegen. Ah, okay. Du! Ich komme da echt hoch.
Fresse. Gerade. Ist über was? Nee. Ich hab selber. Endlich. Dann muss ich da. Kann man drauf. Und dann zieht der Fall zu. Wo muss ich denn hin? Ich sollte den Kran ranziehen können. Frage ist, wo du dich dranhängen willst. Meintest du den Kran hier? Ja. Na also. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber? Ist dein Fokus, um mehr über deine Umgebung zu erfahren und Rätsel zu lösen? Sieht aus, als könnte mein Zugwerfer helfen. Ah. Okay. Das heißt nicht nur den, ich nenne das jetzt mal Odins Blick, also einmal mit dem Fokus Blink zu machen, sondern auch wirklich den zu aktivieren. Jetzt sollte ich da hochkommen. Cool. Mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Nee, der hat mich wohl ausgetrickst. Ja. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet? Warum sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. So aus, als könnte ich hier hochklettern. Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Ob ich von innen da hochkomme? Oh. Oh. Ein Aufzug? Mal sehen. Zugangslift aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das ganze Ding öffnet sich. Wie kann ich sich das wohl erklären? Aloy, du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du hast mit der Lanze alles gestohlen. Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig?
Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nachdem du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Oh ja, ich werde kommen. Ja, tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. Ich sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Was soll man machen, Leute? Was soll man machen? Haben wir noch einen Ausdruck? Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Vielleicht ist es diesmal nicht so verhängnisvoll. Weißt du, dass du mich siehst? Alter Schüler! Naja, wir können ja mal mit denen reden hier. Du bist reingegangen, veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Ich muss ihr folgen. Ah ja, das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil, die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In ein, zwei Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ah, der Sonnenkönig. Aloy, schön dich zu sehen. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt, wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Uthid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Setz es auf. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Mehr, um mehr über Charaktere aus der Vergangenheit zu erfahren, ich muss die Masterüberbrückung an meinem neuen Speer befestigen.
Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Du kannst die Sichtbarkeit von Edos Kopfmucke im Bereich allgemein ein- und ausschalten. Wir schauen mal ein bisschen. Was haben wir denn so? Das heißt, wir können auf jeden Fall hier im Inventar Buchstaben und Notizen. Können ja hier doch nochmal. Machen wir nochmal ein bisschen Biografie, Leute. Für heute noch. Und dann würde ich mich. Ja, gucken wir mal. So, was haben wir hier? Also, Vali ist ein Krieger des Usitalen Nora-Stammes. Da waren wir ja schon. Sie bildet ihn zu einem geschickten Jäger aus und seine kleine Schwester Vala folgte seinem Vorbild. Als der militante Eclipse-Kult mehrere Nora-Jugendliche ermordete, darunter auch Vala, schloss Val sich Aloy zusammen, um Rache zu nehmen. Seitdem haben die beiden eine Bindung zueinander, die von gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Werten geprägt ist. Sie kämpften zahlreichen Schlachten Seite an Seite, was schließlich in der Schlacht der Flammen gipfelte, in der die Eclipse und ihre verborgener Schatten, die abtrünnigen KI namens Hades, endgültig besiegt wurden. Als Aloy nach dem Kampf verschwand, folgte Val ihr in die Wildnis. Obwohl sie einst als Ausgestoßene gemieden wurde, glaubt sein Stamm jetzt, dass Aloy die Gesalbte und dazu bestimmt ist, den Willen der Urmutter ihrer Göttin auszuführen. Deshalb empfindet Val eine spirituelle Verantwortung, ihr zu helfen, die über eine reine Freundschaft hinausgeht. So, wen haben wir denn als nächstes? Elisabeth Sorbeck, Alpha Prime. Dr. Elsbeth Sorbeck, einer der klügsten Köpfe des 21. Jahrhunderts, war die Schöpferin und Leiterin des Projektes Zero Dawn, ein System, das dem Leben in angesichts seiner völligen Vernichtung eine Chance auf eine Zukunft gab. Am 11. März 2020, geboren und aufgewachsen in der Nähe von Carson City, schrieb sie sich im Alter von 13 Jahren an der Stanford University ein und erreichte bereits mit 16 Jahren den Bachelorabschluss in experimentaler Physik und Computerwissenschaften. Den Doktorgrad erlangte sie im Jahr 2040 an der Carnegie Mellon University in dem Bereich Robotik und KI-Design. Im selben Jahr fing sie als Nachwuchswissenschaftlerin bei Faro Automated Solution an, wo sie innerhalb von 2 Jahren im Alter von 22 zur leitenden Wissenschaftlerin aufstieg. Bei FAS nahm sie bei der Entwicklung grüner Robotertechnik für die Umweltsanierung und Entgiftungsbemühungen der Rückforderung eine zentrale Rolle ein. Doch im Jahr 2048 trat sie überraschend von ihrem Posten zurück und protestierte damit gegen die Neuausrichtung des Unternehmens auf automatisierten Militärtechnologie. 2049 gründet sie Miriam Technologies, ein Unternehmen, das sich auf lebensbejahende Robotertechnik konzentrierte. Miriam entwickelt sich zu einem der weltgrößten Lieferanten umweltfreundlicher Roboter und gewann zahlreiche Preise und Auszeichnungen. Am 31. Oktober 2064 traf sich Elsbeth heimlich mit Ted Farrow, dem Geschäftsführer von FAS. Dieser enthüllte ihr, dass ein Schwarm selbstreplizierender Kriegsmaschinen die Biomasse als Treibstoff nutzte und nicht mehr auf Befehle reagierte. Innerhalb weniger Tage war ihr klar, dass dieser Schwarm das Leben auf der Erde vernichten würde, und sie präsentierte den US-Stabschef ihre Pläne für Projekt Zero Dawn als letzte Hoffnung im Angesicht der Ausrottung. Im Wesentlichen sollte Zero Dawn ein Terraforming-System sein, das lange nach der Ausrottung der Menschheit das Leben auf einen leeren Planeten zurückbringen sollte. Dieses System sollte von Gaia kontrolliert werden, der fortschrittlichsten künstlichen Intelligenz, die je entwickelt wurde. Aber Intelligenz war nicht genug. Elsbeth entwickelte Gaias emotionale Reaktion, um sicherzustellen, dass der KI die Welt auch am Herzen lag, um die sie sich kümmern sollte. Widerstrebend gab sie außerdem Ted Farrows Forderung nach, eine Masterüberbrückung zu installieren, eine Methode, Gaia und ihre Unterfunktion wieder unter Kontrolle zu bringen. Um Zero Dawn Zeit gegen den nahenden Maschinenschwarm zu verschaffen, initiierte der Vorsitzende des Stabschefs die Operation
Enduro Victory, ein Militäreinsatz, der Millionen außer Dienst gestellten Soldaten und Zivilisten an die Front beorderte. Dieser Einsatz basierte auf einer Lüge. Die Öffentlichkeit wurde Zero Dawn als Superwaffeprogramm verkauft, das den Schwarm vernichten würde, bevor es zu spät war. Und während Millionen Menschen im Kampf gegen die Kriegsmaschinen fielen, ohne das eigentliche Ziel des Projekts zu kennen, lenkt Elspeth ihr Team in die unerbittlichen Rennen gegen die Zeit. Sie hätte es beinahe nicht geschafft. Im Jahr 2066 durchbrach die Pharaoh-Plage die letzte Verteidigungslinie. Die Projektmitarbeiter zogen sich ins Elysium zurück und gesicherte Bunker, wo sie ihr Leben beschließen sollten. Elspeth und die anderen Projektleiter entschlossen sich, sich in der Gaia Prime Anlage zu verschanzen und ihre Arbeit abzuschließen. Doch als sie die Türen von Gaia Prime schlossen, blieb ein winziger, aber wängsvoller Spalt offen, der die vollständige Versiegelung der Anlage verhinderte. Eine Entdeckung durch die Pharaoh-Kriegsmaschinen hätte Scheitern und Vernichtung bedeutet, und so opferte sich Elspeth und versiegelte die Anlage von außen, als sich der Schwarm näherte. Gaia war sicher, in ihren letzten Momenten kehrte Elspeth dorthin zurück, wo sie aufgewachsen war, einen Anhänger ihrer Mutter in den Händen. Elspeth hingegen, Hingabe und Aufopferung haben die Welt nachhaltig geprägt. Beinahe 1000 Jahre später, als Gaia zur Selbstzerstörung gezwungen war, um eine zweite Apokalypse zu verhindern, war die letzte Tat die Erschaffung eines Klons von Elspeth einzuleiten. Sie hoffte, dass diese Neuauflage ihrer Schöpferin einen Weg finden würde, die Zerstörung für immer zu beenden und die Welt zu heilen. Dieser Klon ist die Heldin unserer Geschichte, Aloy. Das war so eine Kurzfassung von dem ersten Teil. Falls ihr lieben Leute den ersten Teil nicht gesehen habt, Gaia war die kontrollierende. Gaia war die kontrollierende Intelligenz des Zero Dawn Terraforming Systems, empfindungsfähig und dazu erschaffen, das Leben auf einer wiederhergestellten zukünftigen Erde zu schützen und zu fördern. Mutter Natur als KI. Im Jahr 2064, als klar wurde, dass ein Fehler in einem Schwarm selbst replizierender Pharaoh-Kriegsmaschinen zur Vernichtung aller Lebens auf der Erde führen würde, schlug die anerkannte Technologin Elspeth Zorbeck eine radikale Lösung vor. Da es unmöglich war, den Schwarm von der Vernichtung der Biosphäre und der Ausrottung der Menschen abzuhalten, wollte sie ein Samenkorn entwickeln, das aus dem in ferner Zukunft wieder lebenden Erwachsenen konnte. Zero Dawn. Von Pharaoh Automated Solution und der US-Regierung mit unbegrenzten finanziellen Mitteln ausgestattet, verwirklichte Zorbeck und ein Team von Ingenieuren und Wissenschaftlern dieses Ziel innerhalb von 16 Monaten. Gaia war das Herz des Systems, programmiert auf den echten emotionalen Reaktionen, die sie dazu veranlassten, sich um das neue Leben zu sorgen. Sie sollte die Aufgaben von nun verschiedenen Unterfunktionen koordinieren, die für die Deaktivierung der Kriegsmaschinen, der Reinigung der Meere und die Luft, der Wiederherstellung der Pflanzen und der Tierwelt und der Erschaffung einer neuen Generation Menschen zuständig waren. Das System funktionierte größtenteils wie geplant. Im Laufe eines Jahrtausends konnten die Kriegsmaschinen ausgeschaltet und die Biosphären wiederhergestellt werden. Pflanzen, Tiere und Menschen wurden wieder auf der Erde angesiedelt. Viele der Aufgaben wurden durch die vollautomatische tierähnlichen Terraforming-Maschinen erledigt, die Kreaturen aus der Vergangenheit nachempfunden waren. Aber zwei entscheidende Dinge gingen schief. Um seine Schuld an der Roboterplage zu vertuschen, hatte Ted Pharaoh Apollo gelöscht, die Unterfunktion, die für die Bildung der neuen Menschengeneration zuständig war. So wurden die Menschen, die das System gebar, ohne jedes Wissen und die menschliche Geschichte in den Wildnis entlassen, wo sie sich bald in verschiedenen primitiven Stämmen organisierten. Dann, vor etwa 20 Jahren, wurde Hades, die Unterfunktion, die im Falle einer nicht lebensfähigen Biosphäre ein Neustart des Systems aussehen sollte, um ein mysteriöses Signal unbekannter Herkunft infiziert.
Hades erlangte dadurch plötzlich ein böswilliges Bewusstsein und übernahm die Kontrolle über das Terraforming-System, um eine erneute Ausrottung auszulösen. Gaia zerstörte sich selbst, um das zu verhindern, doch vorher gelang es Hades und den anderen Unterfunktionen zu fliehen und sich in den ganzen Land verstreute alte Computersysteme zurückzuziehen. Gaias Zerstörung verursachte Chaos auf der Welt. Ehemals friedliche Terraforming-Maschinen griffen jetzt Maschinen an, eine Veränderung, die von den Stämmen die Störung genannt wurde. Noch dazu begann die Ephatius-Unterfunktion in fehlgeleiteten Bemühungen, die Plünderung des Terraforming-Systems durch die Menschen einzuschränken, mit dem Bau von tödlichen Kampfmaschinen, die Jäger angreifen sollten. Aber am schlimmsten war Hades, Feldzug zur Rekrutierung menschlicher Anhänger, um alte Pharaoh-Kriegsmaschinen zu reaktivieren, die nach wie vor das Leben auf der Erde auslöschen sollten. Doch Gaia hatte gewusst, dass ihre Zerstörung die Erde in Gefahr bringen würde, und so gab sie kurz vor ihrem Ende einen letzten Befehl: die Geburt eines Klones, ihrer Schöpferin Elsbeth Sobeck. Sie hoffte, dass dieser Klon eines Tages Hades besiegen und beim Wiederaufbau der zerfallenen Terraforming-System helfen würde. Ihr Klon wuchs als Ausgestoßen im rustikalen Nora-Stammes auf und wurde zu Aloy, der Heldin unserer Geschichte. Gemeinsam verbündeten andere Stämme, besiegte sie Hades und seine Anhänger in der Schlacht der Flammen in Meridian. Doch trotz ist Aloys Mission noch nicht abgeschlossen. Ohne eine kontrollierende Intelligenz bleibt das Terraforming-System instabil, was schließlich zur Vernichtung der Biosphäre führen wird. Und das zu verhindern, muss Aloy irgendwo in den Ruinen der alten Welt ein Backup-Kopie von Gaia finden. Luft holen, Leute, Luft holen. Warum sind die Dinger so... der ist wieder nicht so lang. Den kriegen wir noch hin. Travis Tate. Als begnadeter Programmierer mit rebellischen Persönlichkeiten gehörte der Meisterhacker Travis Tate einst zu den meistgesuchten Kriminellen des Planeten und wurde von Regierungsbehörden wie vom multinationalen Konzern als kritische Bedrohung angesehen. Doch trotz seiner Vorgeschichte wählte Elsbeth Sobeck ihn als Alpha-Projektleiter für die Hades-Unterfunktion von Zero Dawn aus. Wer, wenn nicht der weltbeste Hacker, könnte eine Software entwickeln, die Gaia, die fortschrittlichste KI aller Zeiten, übernehmen und neu starten sollte? Neben der Arbeit an Hades war Tate außerdem für die digitale Sicherheit von Zero Dawn zuständig. Obwohl er beide Aufgaben erfolgreich bewältigt, wurde er und die anderen Alphas schließlich von Ted Farrow ermordet, der dadurch seine Schuld an der Maschinenplage, die Welt vernichtet, vertuschen wollte. Oh, wie Hades. War das wieder sowas Langes? Wir sind schon bei einer Stunde. Ich tatsächlich würde sagen, Hades lesen wir noch und dann machen wir erstmal Pause. Und dann schauen wir weiter. Hades ist Zero Dawns Unterfunktion, die für Notfallneustart zuständig ist, um eventuell entstehende, nicht lebensfähige Biosphären zu vernichten. Während der Konstruktion von Zero Dawn in den Jahren 2065 und 2066 wurde Hades Software von Alpha-Projektleiter Travis Tate entwickelt. In einer idealen Welt wäre Hades nie aktiviert worden. Er sollte Gaia nur dann übernehmen und das System neu starten, wenn sich eine teilweise wiederhergestellte Biosphäre als instabil erwies. Vor etwa 20 Jahren wurde Hades von einem mysteriösen Signal unbekannter Herkunft infiziert. Dieses Signal verlieh ihm ein böswilliges Bewusstsein und forderte ihn dazu auf, Gaia zu übernehmen und alles Leben auf der Erde zu vernichten. Gaia zerstörte sich selbst, um das zu verhindern. Davor gelang es Hades und allen anderen Unterfunktionen, sich in dem ganzen Land verstreute alte Computersysteme zurückzuziehen. So landete Hades in der Prozesskugel einer riesigen alten Pharaoh-Kriegsmaschine der Horus-Klasse. Doch dort wurde er von Silence entdeckt, der einen Handel mit ihm einging. Hades sollte technisches und historisches Wissen mit ihm teilen und Silence würde ihm dafür menschliche Anhänger verschaffen, die jede Anweisung von Hades Folge leisten würde. Diese Vereinbarung führte zur Entstehung der Eklipse, ein Kult fanatischer Schattenkaja, die ihre heiligen Stadt Meridian zurückerobern wollten. Doch obwohl Silence als auch die Eklipse wurden betrogen. Hades eigentliches Ziel war, die Eklipse zum Angriff auf Meridian zu benutzen, um so zum Turm zu gelangen, an Zero Dawn
Kommunikations-Array. Array und dort aus wollte er ein Signal übertragen, das die schlafenden Pharaoh-Kriegsmaschinen auf der ganzen Welt aktivieren sollte und eine weiteren Ausrottung einzuleiten. Aloy und ihre Verbündeten vereilten diesen Plan in der Schlacht der Flamme, wo sie Hades mit einer speziellen Lanze, die sie von einer reumutigen Silence erhalten hatte, löschen konnte. So. Irgendwie will ich weiterlesen, Leute. das ist auch wieder so lang. Nee, ich würde tatsächlich sagen, Leute, wir sind jetzt bei einer Stunde angekommen. In der nächsten Folge würden wir auf jeden Fall weitergehen und aber auch, denke ich mal, vielleicht die nächsten 5 Charakteren lesen. Mal schauen, vielleicht auch direkt am Anfang, dann haben wir das hinter uns. Auf jeden Fall geht die Geschichte langsam los. Das erfreut mich tatsächlich sehr und ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall weitergeht. Ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall das nächste Mal dabei und bis dahin sage ich, lasst euch nicht ärgern, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Jetzt bin ich weg. Ciao.